erste Berührung mit dem Ball müsste damals in Ronsberg gewesen sein. Es ist ein Dorf im Allgäu. Bin ich groß geworden, bin ich aufgewachsen. Dort wohnen meine Großeltern. Mein älterer Bruder ist 2 Jahre älter und so kam es eigentlich zustande, dass ich zu ihm aufgeschaut habe und dass ich dadurch mir viel abgeschaut habe. Sobald ich laufen konnte, mit 2,5, 3 Jahren, habe ich halt Fußball gespielt. Und ja, Mario kam halt dann auch relativ zügig dazu. Er war eigentlich damals, also seitdem ich denken kann, eigentlich immer schon mein Vorbild gewesen. Er war der Erste, der Fußball gespielt hat. Der Erste, der zu Borussia Dortmund in der Jugend gegangen ist. Und ich bin dann eher immer so nachgezogen. Beide sind am selben Tag, haben sie Geburtstag. Ich weiß nicht, ob das einer weiß, aber ich finde es total witzig. Der eine 1990, der andere 1992. Da haben die Eltern gut getroffen und sind doch sehr unterschiedlich. Wo sie nicht unterschiedlich sind, ist im IQ. Also beide sehr schlau, beide konnten man unheimlich gut mitreden. Meistens ist es so, wenn Geburtstag ist, dann wenn ich zu Hause bin oder wenn ich gerade beim DFB oder im Urlaub, dann feiern wir dann auch zusammen. Und es war meistens so, auch in der Jugend, dann stand da halt eine 2 und eine 4 und auf dem Kuchen. Und es war halt, es hat sich so durchgezogen. Wir hatten damals in den USA gelebt und da war er 3 Jahre alt. Und es hat eigentlich schon funktioniert, dass er mit dem Baseballschläger einen Ball getroffen hat. Das war schon, ja, wo man denkt, boah, das ist schon faszinierend. Unser Vater hat uns eigentlich zu allem genötigt, sag ich mal. Also als ich stehen konnte, stand ich auf den Skiern. Als Mario stehen konnte, stand er auf den Skiern. Als wir laufen konnten, hat unser Vater uns den Tennisschläger in die Hand gedrückt und uns den Fußball an das Bein geklebt. Wir sind dann von einem Verein zum anderen, haben dort dann auch unter unserem Vater mal trainiert eine Zeit lang. Unsere Mutter ist damals noch Marathon gelaufen. Unser Vater versucht jeden Tag Sport zu machen. Das schon immer. Wollten auch beide Sport studieren damals. So hat sich das halt dann entwickelt, dadurch, dass wir wirklich extrem sportliche Eltern hatten. Aber auch den riesen Vorteil hatten, dass wir keine ehrgeizigen Eltern hatten. Also denen war es jetzt nicht wichtig, dass wir unbedingt Erster werden. Sondern die wollten einfach, dass wir uns bewegen. Immer, überall, mit Ball, ohne Ball. Ich habe Tennis gespielt, Oberliga-Niveau, also nicht schlecht, schon relativ hohes Niveau, aber zum Spaß. Und ich konnte Tennisstunden geben, anstatt irgendwo anders mir Geld für Studium dazu zu verdienen. Und so hatte ich mir das dann eigentlich für die Kinder auch gedacht. Wenn die viel Sport treiben, dann können sie ja Tennislehrer, Skilehrer, irgend sowas werden. Also an Fußball hatte ich da als Letztes gedacht. Mario musste ja immer bei dem Kicken im Garten gegen Fabian durchsetzen. Und da natürlich Fabian auch entsprechend talentiert war, war natürlich der Anreiz immer da. Also dem ist sicher viel zu verdanken, glaube ich. Und der Kleinste hat halt meistens leider, ich sag's mal so, wie es war, hat halt auf den Hintern bekommen. Wir hatten draußen oft gespielt im Garten, wo wir uns auch gegenseitig umgetreten haben. Also da hat man jetzt nicht so Rücksicht genommen. Aber das macht man ja unter Brüdern nicht. Habe ich ihm auch nicht ernst genommen, wie man, glaube ich, sehen kann. Ich habe immer versucht, dass alle die Schule wichtig nehmen, obwohl das sehr schwierig ist, wenn da der Fußball als Feind in der Ecke steht, sage ich mal so. Ich war schon immer sehr ehrgeizig, gerade was Fußball betrifft, bin
eher ungern in die Schule gegangen, hätte lieber noch eine zweite Einheit vorher gehabt, als zur Schule zu gehen. Ich musste zur Nachhilfe gehen in Englisch. In Englisch hatte ich Nachhilfe. Von daher war das eigentlich sehr bestimmt durch Fußball und Schule. Ja. Wir haben alles zusammen gemacht. Wir sind zusammen zum Training gefahren. Wir haben die gleichen Schulen besucht. Wir haben die gleichen Trainer gehabt. Wir haben, also ich glaube, von Marius ersten bis zu seinem 17. Lebensjahr haben wir wahrscheinlich alles zusammen gemacht. Und wie es halt so ist mit einem kleinen Bruder, man zankt sich, man rauft sich und trotzdem ist man eigentlich immer füreinander da. Ich glaube, etwas Ausschlaggebendes, das er auf jeden Fall hatte in seiner Jugend, das wirklich ihm auch geholfen hat, extremst erfolgreich im Fußball zu werden, war, dass wenn er als 13-jähriger Junge nach Hause gekommen ist, sich an den Computer gesetzt hat und YouTube-Videos angeschaut hat, ob es damals von Sisu war oder Beckham, Figo, wer auch immer. Ich erinnere mich noch ganz gut an Barcelona damals, wie sie gespielt haben. Ich erinnere mich gut an Zinedine Zidane, an Ronaldo. Das waren die Vorbilder und auch Idole, die ich als Jugendspieler hatte. Hat natürlich dann versucht, möglichst viel von ihnen zu lernen. Und da wusste ich auch dann, wo ich hin wollte. Mit was für einer Verbissenheit und wie viel und jeden Tag und nur Videos. Es war unfassbar. Ich konnte das nicht. Es war immer so, dass ich mehr der Typ war, der ein bisschen offensiver, offener mit vielen Situationen umgegangen ist. Also früher war es vor allem so, ich habe Kapitänsbinde immer genommen. Mario hat sie eigentlich immer verweigert, wenn er gefragt wurde. Er war schon immer mehr so der Typ, ich spiele mein Spiel und ich möchte in meiner Welt sozusagen sein und mich abschotten von allem, was da so um mich herum passiert. Und deswegen wird er auch heute meiner Meinung nach auch oft missverstanden, weil er halt nicht diese Emotionen, die viele mit dem Fußball verbinden, nach außen hin abgibt. Der macht das immer mit sich selber intern aus. Das ist seine Art und die sollte er auch definitiv so beibehalten, weil die hat ihn zu dem gemacht, was er heute ist. Hast du dich warm gelesen, Mario? Das ganze Projekt wurde von Bekannten von mir quasi mir mal vorgestellt, dass sie halt gerne ein Buch schreiben würden. Und dann ging es eben so weit, dass wir gesagt haben, ja, lass uns das machen, lass uns ein Kinderbuch machen. Weil ich mich selber halt kannte, wie ich damals war und wie ich aufgeschaut habe zu anderen Athleten, zu anderen Fußballern. Und dass die Botschaft auch wichtig ist, dass es sowohl Sportler als auch Mensch vereint und dass das eben rübergebracht wird, dass das getragen wird und dass das die Essenz des Ganzen ist, gerade für Kinder. Das war mir wichtig und das hat super funktioniert. Ich fand die Aufmachung top, ich fand das Buch super. Sehr gut. Hi. Hi. Grüß dich. Mario. Hi, ich bin der Oliver. Das Buch heißt Marios großer Traum. Im Endeffekt geht es um einen kleinen Jungen, der immer zur Nationalmannschaft wollte und lernt da eben in der Geschichte, was er dafür machen muss, wie er trainieren muss, über einen Lehrer quasi, über einen älteren Herrn, der ihm das beibringt auf unterschiedlichste Art und Weise. Also das Allerwichtigste ist deutlich und langsam. Die sitzen vor dir auf dem Boden. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal vorgelesen habe, deswegen müsste es wahrscheinlich in der Schule gewesen sein. Das war totale Premiere. Schon Ewigkeiten her, dass ich da auch vor Kindern dann vorlesen musste. Von daher wusste ich auch nicht, was mich erwartet. Ruft da jemand rein, macht da einer irgendwie Faxen, hören Sie zu. Marios großer Traum heißt das Buch und ich lese es euch mal vor, am besten, oder? Mario war 10 Jahre alt und begeisterter Fußballer. Er spielte schon lange im Verein und wollte Fußballprofi werden. Sein großer Traum war es, eines Tages in der deutschen Nationalmannschaft zu spielen. Mario wollte das Trikot mit dem Adler auf der Brust tragen. Nichts wünschte er sich mehr. Ich glaube, Mario wäre wirklich ein richtig guter Vater, weil wenn er sich mit Sachen beschäftigt, dann beschäftigt er sich halt so komplett mit der Sache. Und ich glaube, er wird mit den Kindern lernen, er wird aber auch draußen mit denen den ganzen Tag Fußball spielen gehen. Sachen, wo ich vielleicht auch keine Geduld für hätte, weil ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin, da bringt er halt extreme Geduld für auf. Warum willst du denn Profi werden? Fragte der alte Mann. Na, ich will halt berühmt werden, antwortete Mario. Da antwortete der alte Mann mit ruhiger Stimme: Junge, es gibt Wichtigeres, als berühmt zu werden und viel Geld zu verdienen. Also für mich persönlich und auch für Ann-Kathrin ist es so, dass wir Kinder haben möchten und auch mehrere Kinder haben möchten.
Da sind wir uns einig. Wann das soweit sein wird, das wissen wir noch nicht genau. Aber das wird auf jeden Fall passieren. Ich glaube, das steht außer Frage. Ne? Für Johanna. Mit H am Ende. Doppel-N. Ja. Ich habe irgendwann mal ein Interview gelesen von der damaligen Freundin von Mesut Özil, wo sie gesagt hat, okay, wenn ich Spielerfrau bin, dann ist er halt Sängermann. Und das fand ich immer ganz lustig, weil man sagt ja auch nicht zu Frauen, die mit einem Arzt verheiratet sind, das ist jetzt eine Ärztefrau oder das ist jetzt eine Lehrerfrau. Und ich finde es interessant, dass das bei Fußballspielern halt irgendwo so ein Begriff ist, der die Frau komplett in eine Schublade steckt und definiert. Und ich habe nichts gegen den Begriff, weil ich bin die Frau von einem Spieler, der macht es ja auch irgendwo Sinn. Der Begriff ist halt in Deutschland negativ behaftet. In anderen Ländern ist es irgendwie, ist es anders, aber ich finde es jetzt nicht schlimm. Ich kam zu Borussia Dortmund, hat er in der U17 gespielt, ich wurde U19 Trainer. Seinen Bruder Fabian hatte ich schon bei mir in der Mannschaft. Und dann sagte ich, ich lade ihn jetzt mal ein zum Training. Und dann kam der zum U19-Training. Ich coach relativ viel, bin auch laut und bin dabei halt bei jeder Form so. Und da war ich auch mal 20 Minuten ein bisschen ruhig. Wenn drei Ochsen aus der A-Jugend auf ihn drauf zugestürmt sind, hat er mit einem Kontakt weitergespielt in einen Raum. Mit einer gewissen Leichtigkeit, ja, vielleicht auch sogar ein bisschen Arroganz. Aber ich habe das nicht als Arroganz lang gesehen, sondern der hat einfach Räume gesehen, die andere nicht gesehen haben. Er hat auf einmal Dinge gemacht, wo ich sagte, okay, das steht jetzt nicht in jedem Lehrbuch drin. Und hab dann gesagt, ja, jetzt müssen wir mal schnell mit U17-Trainer Peter Wacinski sprechen. Der bleibt jetzt mal schön hier bei uns. Ich habe gesagt, okay, du musst dich jetzt vorstellen. Und er sagte, ja, ich bin Mario. Ja, das war natürlich nicht der gewünschte Text, den ich eigentlich wollte, sondern wollte natürlich, dass er ein bisschen mehr erzählt und aus sich rauskommt. Aber das hat er nicht zugelassen. Er hat Dinge drauf, die andere nicht drauf haben, aber du kommst halt nicht so an ihn ran. Ich habe ein A-Jugendspiel gesehen. Mario war noch kein A-Jugendspieler zu dem Zeitpunkt, aber er hat mitgespielt. Er war also schon so eine Stufe höher eingestuft und einfach nach 5 Minuten mit sich als erstes mal die Frage gestellt, dann jemand daneben mir stand, ah, okay, wer ist das? Mario Götze, okay. Interessant. Dann einfach das komplette Spiel geguckt und kann mich erinnern, dass ich nach dem Spiel gedacht habe, ab wann darf so ein Junge Bundesliga spielen? Ich habe mir davor wirklich nie Gedanken darüber gemacht, weil es einfach, das waren für mich um Ältestes, sind sie auch in gewisser Weise nicht, also Kinder. Wir haben 2009 das Finale um die A-Jugendmeisterschaft gespielt. Mainz 05 gegen Borussia Dortmund. Trainerkollege war Thomas Tuchel, Mainz 05. Ich behaupte immer noch, wir waren die bessere Mannschaft in dem Finale, aber wir verlieren 2-1. Und auf der Mainzer Seite war der beste Spieler André Schürrle. Und bei uns, der hat auch das zwischenzeitliche 1-1 in dem A-Jugend-Endspiel gemacht, war Mario Götze. Dann hat schon immer Gießen, da spielt so. So ein Wunderjunge, ich glaube, er war 16 oder sowas und er ist ziemlich gut. Und als 16-Jähriger dann in einem U19-Finale zu spielen und auch dann die tragende Rolle zu spielen für Dortmund, ist was Besonderes. Fabian Götze, der Mannschaftskapitän, führt das Spalier der zweiten Sieger an. Ich kann mich an einen Tag erinnern, als Mario bei uns mittrainiert hat. Das war auch bei einem 11 gegen 11 beim Nachmittagstraining. Da war Mario mit 16 dann das erste Mal bei uns dabei und die erste Situation, die mir da einfällt, ist halt, dass er auch links vorne gespielt hat vor mir und dass dann auch es einen langen Ball gab und wir alle dachten, okay, das wird schwierig, den jetzt zu verarbeiten. Wir müssen schon gucken, wie wir uns jetzt defensiv hinstellen und schon den Gegenangriff absichern. Und auf einmal nimmt er halt den Ball mit der Brust und mit seinem Fuß an und wir dachten so, boah, was war das? Wir hatten ja auch 2009 die U17-Europameisterschaft in Deutschland. Was damals schon auffiel, war seine wirklich wunderbare Begabung, Fußball zu spielen.
ein Spiel zu lesen. Aber es fiel damals schon auf, dass es so eine Mischung war zwischen Genialität, aber auch hat zwischendurch Fragen gestellt, das weiß ich noch, als wir zusammensaßen, um die Zusammenhänge zu begreifen, wo ich dann auch spürte, oh, da macht sich einer über den Tellerrand hinaus Gedanken für die Gruppe, für den Fußball, für das Besondere. Ich kann mich wirklich gut erinnern, dass er damals schon den Unterschied ausgemacht hat, warum wir auch das Turnier gewinnen konnten. Bei der U17, das Spiel habe ich gesehen damals. Und dass er außergewöhnliche Fähigkeiten hatte, das konnte man ja damals schon auch erkennen. Er war technisch sehr gut auf engem Raum. Eigentlich eine sehr gute Spielübersicht, immer gute Lösungen, der Ball eng am Fuß, der Kopf oben. Und dass er da mal eine große Karriere machen kann, das konnte man als 17-, 18-Jähriger schon irgendwie erwarten. Gerade wenn man jung ist und man schaut da mal so rüber und man sieht dann jemanden, der mit 16, 17 schon seine ersten Einsätze in der Profimannschaft hat, das war bemerkenswert, bewundernswert. Der beste deutsche Spieler des 92er-Jahrgangs. Und ich glaube, jeder hat irgendwo ihm nacheifern wollen. Und das war auch irgendwo eine Vorbildfunktion für die, die den Weg mit ihm zusammengegangen sind. Nicht nur durch den Fußballer Mario, sondern einfach auch durch die Person Mario, die ich wirklich als ganz spezielle Person für mich beschreiben würde. Es ist mehr als nur Fußball. Fans haben ihn natürlich sofort in ihr Herz geschlossen. Und in dem Augenblick, wenn so ein Spieler, dem dann so ein Ruf teilweise schon vorausgeeilt ist, dann tatsächlich in diesem Stadion, in diesem Tempel aufläuft und die Menschen dann mitbekommen, die Fans mitbekommen, was der tatsächlich für herausragende Fähigkeiten hat, dann steigert sich das nochmal. Als ich mit 17 dann zum Profikader gehört habe, mein erstes Spiel gemacht habe unter Jürgen Klopp, als ich dann auch in die Schule gegangen bin und mich die Leute darauf angesprochen haben und die Schulkameraden, da wurde es einem so richtig bewusst, was es eigentlich bedeutet. Und das war eigentlich das erste Mal, dass ich so richtig wahrgenommen habe, welche Reichweite das Ganze hat oder welche Bedeutung auch die Medien im Fußball haben. Wenn man als Jahrhunderttalent oder ich weiß nicht, was alles geschrieben wurde, größtes Talent, das Deutschland jemals hatte. Das ist der beste Spieler auf dem Platz, keine Frage, weil er natürlich auch alles richtig macht. Das ist echt ein Riesen. Wussten wir natürlich auch alle, ja okay, der geht auch in Richtung Weltstar. Ende. Die Messlatte war extrem hoch, aber er ist auch extrem gut. Wenn man in dieser berühmten Kicker-Jahresrangliste mit 18 Jahren in die internationale Klasse nach einem halben Jahr Bundesliga eingestuft wird, da muss man doch sagen, Donnerwetter, ich bin ein ganz toller Bursche, oder wie siehst du das selber? Ja, ich habe es vorhin gelesen. Ich glaube, es ist alles ziemlich schnell für mich gegangen. Es ist noch ein langer Weg, ein weiter Weg. Ich bin gerade mal 18. Und deshalb sollte man da, glaube ich, ganz vorsichtig mit umgehen und es eher als einen Ansporn sehen, als einen Druck. Und von daher kann ich mich nur darüber freuen und darauf aufbauen.